Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ich bin ja zurück an Ort und Stelle, wo wir letztes Mal Heinrich verlassen haben. Wir wollten jetzt in die große Stadt, aber ich denke, jetzt ist die Zeit ein bisschen weiter fortgeschritten. Jetzt sind die meisten Leute hier aufgestanden. Jetzt können wir mal mit unseren neuen Nachbarn hier reden, mit den Gerbern. Warum denn nicht? Schaut mal, sie steht hier so schön und wartet auf Kundschaft. Oh, eine Händlerin. Mal gucken, was sie anzubieten hat. Wir brauchen ja Fleisch, ne? Für die Hunde vielleicht noch, heute Nacht. Vielleicht kriegen wir das hier. Fragen wir erstmal nach Rattay. Aha, sehr schön. Man kann hier so ein paar Sachen erfragen. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Herr Hans, okay. Scheint der Sohn zu sein. Wie ist das Leben in Rattay? Wir haben dicke Mauern und zwei Festen. Nicht viele Städte haben das. Und wir haben hier alles, was wir brauchen. Apotheker, Waffenschmied, Schwertschmied. Und wir haben eine prunkvolle Kirche und nette Wirtshäuser. Oh ja, da freue ich mich schon. Da werden wir gleich mal ein Spielchen noch unternehmen. Ein bisschen mehr Geld verdienen. Wie kommen die Rattayer mit den Flüchtlingen aus? Tja, sie haben es schwer, keine Frage. Aber hier ist nicht genug Platz für alle. Wie lang hausen sie noch in unseren Gassen? Da kommt nichts Gutes bei raus. Was, wenn einer von ihnen die Pest eingeschleppt hat? Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Weiß nicht, ob's bloß Altweibergeschichten sind, aber ich hab Fürchterliches gehört. Könnte sie ja mal ein bisschen ausschmücken. Mal gucken, was... Also sie verkauft wirklich nur... Aber immerhin Verbände... Aber ich glaube, davon haben wir genug, wenn ich mich recht entsinne. Wenn ich mich recht enttäusche, ist ja auch lustig. Ja, 4 Verbände, das ist okay. Nee. Das sind Sachen, die wir vielleicht hier auch abgeben können von der Jagd. Hier ist noch der Hund. Schaut mal, da hinten ist noch der Gerber. Mit dem lasst uns auch noch mal kurz reden. Kannst du uns mal in Ruhe lassen hier? Die sind gerade bei der Arbeit. Ach, schaut mal, die haben sich das hier so eingerichtet, dass sie in dieser... Das ist ja... Wow. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie clever, dass sie da die einlegen. Brauchen sie keine Gerbwannen und so. Oh, und da nehmen sie natürlich den Fluss dazu. Ei, ob das historisch so gemacht wurde? Das ist ja faszinierend. Da war das Wasser bestimmt von bester Qualität. Lasst uns mal kurz... Das sind Bürger. Ey, pass auf! Ja, entschuldige. Ich merke ich mir. Aber wahrscheinlich, weil der keinen Namen hat. No Names sollte man hier wie in vielen... Beste Grüße. Beste Grüße, ja. Wie in vielen Rollenspielen offenbar nicht ansprechen. Ah, okay, das sind dieselben Fragen. Ja, also das würde, glaube ich, zu weit gehen, wenn wir jetzt allen Leuten dieselben Fragen stellen. Ich vermute, dass sie sogar unterschiedliche Antworten geben, aber... Wir wollen es mal hier nicht übertreiben. Kann der noch was Besonderes beitragen? Nein. Ist auch nur ein Bürger. So, gehen wir jetzt... Komm, wir versuchen mal hier rüber zu springen. Und mit Anlauf! Jawohl! Haha, sehr gut. Man kann übrigens auch auf Hühner schießen und sich so Fleisch besorgen. Also wenn wir bis heute Abend das nicht hinkriegen, dann mache ich das so. Dann werde ich hier mir ein paar Hühner jagen. Und das Fleisch dann da hinschmeißen. Gut. Wir gehen wieder hier hoch. Das war doch auch der Weg hoch, ne? Ja, das war der Weg hoch in die Stadt. Aber jetzt will ich auch nochmal mit den Leuten hier aus dem Badhaus sprechen. Mit denen haben wir auch noch nicht geredet. Ich will mal sehen, ob die noch irgendwas anderes zu berichten haben. Vielleicht ist es ja hier noch ein bisschen spezieller. So, das sind auf jeden Fall wieder die Bademädchen. Die Zubermädchen, genau. Die vielversprechenden. Und das ist die Inhaberin. Auch sie kann man wegen Rattay fragen. Sie handelt vermutlich auch diese ganzen... Oh, was hat sie hier? Marathon, was soll das denn heißen? Ein Fertigkeitenbuch zum Thema Vitalität. Kann man sich vielleicht mal merken, wir können ja aber noch nicht lesen, deswegen finde ich das doof, das jetzt zu kaufen. Liebestrank und sowas, das sind alles mal ganz interessante Sachen, haben wir im Moment keinen Gebrauch. Ich will nur mal einmal der Sicherheitshalber gucken, ob die jetzt wirklich immer dasselbe Angebot haben. Dienste des Badhauses. Ich möchte etwas bestellen. Aha, und was darf es sein?
Ja, alles klar. Also Wunden, Kleider, Wunden oder das komplette Programm. Eigentlich, ach, vergiss es. Gut. Dann jetzt aber wirklich. Auch hier sind Hühner. Diese Option ist echt ernst gemeint. Und da drüben, in dem Haus da drüben, waren wir noch gar nicht. Da sind wir das letzte Mal direkt vorbeigegangen. Vielleicht ist das da auch so eine Art Försterhaus. Aber Bögen haben wir jetzt erstmal zu Genüge. Schön, es ist noch so früh am Morgen. Die Sonne steht noch tief. Die Burg dieser Stadt, die Mauern dieser Stadt, die sind doch recht hoch und wehrhaft. Also das ist bestimmt nicht so leicht, das hier zu erobern. Und was sehe ich hier unten? Da ist offenbar schon wieder so ein Lager. Und das sind das irgendwie Weinberge? Das sind auf jeden Fall Felder. Oh, sehr schön, ey. So, mal sehen, ob sie uns reinlassen. Das Tor ist zumindest auf. Er kommt uns schon mal entgegen. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dwojitz. Sicher! Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Okay, Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Warum haben wir so ein schlechtes Charisma? Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. Gut. Das hat offenbar gereicht, Gott sei Dank. Pennen die hier, die Wächter? Das sieht ja auch cool aus. Gut, erstmal rein, bevor wir uns hier weiter umschauen. Lager. Das kennen wir doch schon. Eigentlich vom letzten Mal. Ein Bettler. Hat erst vor kurzem angefangen. Jeden Abend, wenn noch genug Licht ist, macht sie sich ans Werk. Und mittlerweile ist sie richtig gut. Das wundert mich nicht. Betty war schon immer geschickt. Das stimmt. Jedenfalls habe ich Tonda aus Tabor ein paar ihrer Stücke gezeigt, von dem ich immer meine Sachen kaufe. Und prompt fragt er mich, wie viel ich dafür haben will. Hört, hört. War selbst ganz verblüfft. Nur war ich nicht sicher, ob Betty sie überhaupt verkaufen will. Also habe ich einen hohen Preis genannt. Und er sagt, ist gut und fängt an, Münzen zu glauben. Einfach so? Dabei soll er ein echter Knauser sein. Und was hat Betty dazu gesagt? Wie du dir vorstellen kannst, war sie sehr erfreut. Vor allem, als ich ihr gesagt habe, dass Tonda ihr alles abkaufen will. Ist doch toll. Ein paar Münzen extra schaden nie. Genau. Ach, schaut mal, können wir uns auch waschen. So, Leute, was will ich jetzt? Ich will jetzt erstmal gucken, nochmal ganz genau, wo wir sind, wo wir hin müssen. Ja, das ist hier direkt diese Unterburg, wie das genannt wurde. Wo wir uns offenbar hinbegeben sollen. Und das sind so die Felsen. Kennen wir den? Der ist vermutlich auch aus Skalitz, ne? Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Heinrich, was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Ach, lange Geschichte. Aber was ist mit dir? Wie bist du aus Skalitz entkommen? Das glaubst du nie. Ein himmelzerreißender Sturm ist nächtens aufgezogen und Sigismunds Heiden rannten in ihr Lager. Die hätten im Traum nicht gedacht, dass Herr Ratzig den Sturm für unsere Flucht nutzt. Das ganze Dorf konnte mir nichts, dir nichts entkommen. Und am Morgen fanden diese Hundsvölte nur eine leere Burg mit einer alten Ziege drin vor. Wie gern hätte ich ihre Gesichter gesehen. Ich auch. Die habt ihr richtig an der Nase herumgeführt. Ey, pass auf. Weiß nicht mal, wie man sich entschuldigt. Ey, wieso? Aus Skalitz bin ich, ihr guten Leute. Ihr alle wisst, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Oh Mensch, du Armer, musst hier betteln. Was ist mit unserem Charisma los? Warum haben wir drei Charisma? Wir hatten doch schon mal deutlich mehr. Wie kommt das denn bitte? Wir haben übrigens auch unsere Dietriche. Wisst ihr was? Ich glaube, das fehlende Schwert, das macht es. Das hatte, glaube ich, ja, das hat das Charisma gemacht, glaube ich.
Oh ja, ein Grund mehr, das zurückzuholen. Gut, also wir müssen hier hin, das ist klar. Kennen wir den auch hier? Stefan ist das. Oh Gott, kniet euch doch nicht so nieder. Habt doch mal ein bisschen Selbstanstand. Wie sagt man das? Selbstachtung. Ich bin's doch, nur Heinrich. Glück und Gesundheit. Wie behagt dir das Leben in Rattay? Diese Rattayer, da würden uns am liebsten fortjagen. Geben uns keine Arbeit und betteln lassen sie uns auch nicht. Was sollen wir denn tun? Vermaledeiter Krieg. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Sigismund ist wohl mit den tschechischen Herren im Krieg und hat den König entführt. Und unser Herr hält's mit Wenzel. Ja gut, soweit wussten wir es auch schon. Naja, okay. Mehr Skalitzer sind hier erstmal nicht, oder? Hier, doch hier. Nee, das ist ein Landstreicher. Gehört er auch zu den Skalitzern? Beste Grüße. Wieso lungerst du hier herum? Hast du keine Arbeit? Okay. Nein. Seit Sigismunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich betteln. Worum geht es? Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Und jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Du bist also ein Taschendieb. Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Pastera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, gebe ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Das könnte uns ja wirklich helfen. Gerade bei der Aktion beim Henker vielleicht. Na schön, können wir da ich glaube, das bekomme ich hin. Um wie viel Geld geht es? Alles, was er bei sich hat. Die Hälfte gehört dir. Das kommt mir verdächtig vor. Das musst du wissen. Aber wenn du mir das Geld von Pastera besorgst, kann ich dir sicher den einen oder anderen Auftrag zuschanzen. Okay. Nimmst den Reichen, gibst den Armen, heißt die Quest. Wir könnten ihm jetzt einfach so... Okay, da lernen wir mal das Stehlen kennen. Das ist vielleicht auch interessant. Wegen Rattay. Fragen wir hier nochmal. Wie kommen die Rattayer mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Skalitz ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher. Aber sie sind schon zu lange hier. Manche von ihnen stehlen. Und nicht einer weiß die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Das ist aber schon ein bisschen skurril, dass der Dieb sich darüber aufregt, dass die Skalitzer stehlen. Naja, so eine Paradoxien kennt man allerdings auch. Gut, er wird nichts über die Kommandos Sinnvolles wissen. Wir geben denen natürlich auch keine Groschen. Allerdings frage ich mich gerade, wo finden wir dann diesen Typen? Den müssen wir erst noch entdecken, vermutlich. Nimmst den Reichen. Ach, schaut mal, da oben soll das sein. Na gut, das ist dann richtig in der Stadt. Aber da führt uns der Weg jetzt noch nicht hin, sondern wir wollen erstmal mit unserem Lehnsherrn sperren. Ach, schaut mal, da unten ist noch weiter. Da geht's noch die Leiter runter. Das machen wir nachher. Mal schauen, ob die uns hier reinlassen. Na, wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Das sind die beiden, die das andere Tor auch bewacht haben? Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rattay. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Jo, sie lassen uns rein. Wunderbar. Jaroslav und... Wie heißt du? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, sicher wirst du das, aber...
Vorher kommst du nicht rein. Aber sehr schön, wir kommen rein. Sehr gut, das ist interessant. Hier sind schöne Pferde. Gucken wir uns hier erstmal richtig um. Das ist also die Unterburg, wo er jetzt residiert. Hier könnten wir reingehen. Das ist sein Pferd, vermutlich. Okay, da oben geht es vermutlich zu den Herrenräumen, oder? Hier unten, was ist denn hier los? Wir gehen erstmal hoch, ne? In der Halle. Davon war die Rede. So, jetzt hängen wir an. Leute, wir hängen an der Treppe. Das sind so ein paar Unzulänglichkeiten, die das Spielchen noch hat. Ich komme hier nicht hoch. Na, jetzt, alles klar. Wer bist du? Was zum Teufel? Bürger. Bürgerin? Okay. Wo speisen sie denn die Herrschaften? Hier kommen wir nicht rein. Hier ist nur das... Ah, sehr schön, dass das nachvollzogen wurde, dass in den Burgen immer so diese Außenklos waren. Habe ich selbst schon gesehen, in welchen Burgen. Okay, hier ist ein privater Bereich. Hier wird offenbar nicht getafelt. Ach, hier ist die Küche. Dann sprechen wir gleich mal kurz mit der... Nee, das ist auch nur eine Bürgerin. Steht hier irgendwas zu essen rum? Gut, also hier unten war es nicht, dann ist es doch eine Etage höher. Ey, man kann da sogar einen Turm und so weiter. Und hier spackt schon wieder die Treppe. Also hoffentlich sind wir nicht mal auf der Flucht und müssen irgendwie schnell die Treppe hoch. Ist das jetzt hier? Dürfen wir hier rein? Ja, sieht so aus. Ach, schön. Hanusch von Leipa haben wir kennengelernt. Dero Gnaden. Ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Rathai genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe. Na, das ist Hans. Ha. Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden. Aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Der ist so besoffen. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls.
Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Hatay. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge. Ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Alles das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr. Ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht. Okay, Leute. So schnell geht das. Jetzt sind wir im Dienste eines Herrn. Es gibt ein paar neue Codex-Einträge und irgendeine Quest hat begonnen. Aber an dieser Stelle machen wir einfach mal eine Pause und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.